Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben nun 2.12 Uhr und wir haben jetzt alle Informationen zu dem 7 Sterne Admurai Terra Raid bekommen. Welche Attacken es haben wird, welche Belohnungen man aus dem Raid bekommt und ja, das gehen wir jetzt alles zusammen durch. Danach zeige ich euch noch, wie ihr die Terra Raids triggern könnt im Spiel. Dann fangen wir auch schon an. Also, natürlich wie jedes 7-Sterne-Pokémon Level 100. Es wird die versteckte Fähigkeit Panzerhaut haben. Also, bis jetzt hat auch jedes 7-Sterne-Pokémon die versteckte Fähigkeit. Es kann nicht als Shiny angetroffen werden. Also, niemals. Da könnt ihr euch das Resetten ersparen. Und Freunde, mit den Moves habe ich richtig predicted. Denn wie es aussieht, wird Admurai wirklich hier auf diese Attacken setzen, die eine erhöhte Volltrefferchance haben. Also Aquaschnitt, erhöhte Volltrefferchance, Vieländer natürlich als Terra-Typ Step-Attacke, Nachthieb, erhöhte Volltrefferchance und Schlagbohrer, erhöhte Volltrefferchance. Sehr interessant finde ich es jetzt aber, dass Admurai wohl über keine Wasserattacke verfügen wird. Das macht es gerade sehr interessant. Und natürlich Statusattacken, Energiefokus. Energiefokus sorgt dafür, dass Volltreffer wahrscheinlicher sind. Und die ganzen Attacken, die es hier hat, haben ja schon eine erhöhte Volltrefferchance. Dank Energiefokus sollte Admurai fast jedes Mal einen Volltreffer gegen euch landen. Dann natürlich hier noch schön Schwerttanz, um seine physische Angriffskraft zu erhöhen. Und dann hat es hier noch Bulldoze, also Dampfwalze. Und diese Attacke vom Typ Boden senkt eure Initiative. Wie die anderen 7-Sterne-Pokémon wird es über das Titanzeichen verfügen. Und ja, kommen wir nun zu den Belohnungen. Kommen wir nun zu den Base-Item-Drops. Also die man im ersten Raid safe bekommt. Da bekommen wir 6x EP-Bonbon L, 4x EP-Bonbon XL, 5x Protein, 20x Terra-Stück vom Typ Käfer. Wenn wir Host sind, dann bekommen wir nochmal 10 Terra-Stück vom Typ Käfer dazu. Dann bekommen wir einmal die TM88 und einmal das Fähigkeitenpflaster, was richtig gut ist. Die nächsten Raids sind dann hier die Items, die man zu einer gewissen Prozentchance bekommen kann. Also das ist dann immer unterschiedlich. Zu 15% bekommen wir 3x EP-Bonbon L, zu 23% bekommen wir dann nochmal 5x EP-Bonbon L, zu 10% bekommen wir 2x Sonderbonbon, zu 5% bekommen wir 2 EP-Bonbon XL, zu 10% bekommen wir 5 Proteine, zu 10% bekommen wir 2 Sternstücke, zu 2% bekommen wir 1 Kometstück, zu 5% bekommen wir 2 Nuggets, zu 3% bekommen wir ein Lonely Mint, zu 5% bekommen wir AP Top, zu 4% bekommen wir einmal Silberkronkorken, zu 5% 10x Terra-Stücke vom Typ Käfer, zu 2% eine Fähigkeiten-Kapsel und zu 1% ein Fähigkeiten-Pflaster. Yo, das sind jetzt hier die ganzen Informationen und nun würde ich euch mal zeigen, wie ihr den Raid aktivieren könnt. Dazu verbindet ihr euch einmal hier mit dem Internet. Da drückt ihr dann einfach auf L. Ihr braucht keine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, um das zu machen. Und vor meinem Gesicht ist direkt ein Terra-Kristall gespawnt. Warum auch nicht? Wenn ihr verbunden seid, dann einmal zum Poké-Portal rüber. Dann ganz nach unten zu Geheimgeschenk und dort Poké-Portal-News empfangen. Nun seid ihr auf dem aktuellsten Stand. Ja, dann gucken wir gleich mal auf der Karte. So, ich muss nicht lange suchen. Direkt hier daneben. Als Zielort festlegen und dann einfach mal schön rüberfliegen. Und hier hätten wir den Kristall. Wunderschön. Terra Raid mit Admurai. Und ja, jetzt habt ihr alle Informationen zu diesem Raid, welche Attacken Admurai haben wird, welche Belohnungen ihr bekommen könnt und wie ihr Admurai triggern könnt. Yo, ich würde sagen, das probieren wir dann gleich mit Azumarill erstmal aus. Aber das sollte es dann erstmal mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Seid gespannt, ich werde noch die Ergebnisse dann hochladen, wie es mit den Pokémon so gelaufen ist, die ich euch ja im Admurai zerstören Video vorgestellt habe. Aber dann würde ich sagen, bis später, Freunde, und ciao!